Wenn wir an The Walking Dead denken, denken wir an, naja, ein paar gewisse Dinge. Da wären zum einen Daryls Armbrust, Ricks Revolver oder Hut, Michonnes Katana. Aber das sind nur so ein paar Dinge, woran ich persönlich immer denke, wenn mich jemand in Bezug auf The Walking Dead anspricht, sind keine Gegenstände, sondern sind Fragen. Und zwar drei Fragen. Die drei The Walking Dead Fragen. Und darum soll es in diesem Video gehen, denn ich habe mir mal ein paar Gedanken gemacht und mir mal ausgearbeitet, warum diese drei Fragen in The Walking Dead so genial sind. Damit heiße ich euch erstmal herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Couch Time. Ja, die drei beliebten Fragen in The Walking Dead, die da einmal wären: Wie viele Beißer hast du getötet? Wie viele Menschen hast du getötet? Wieso? Das erste Mal gestellt wurden diese Fragen vom guten Rick in Staffel 4, Folge 1, an diese, ich nenne es mal, komische Frau, die da den Hirsch oder das Wildschwein oder ich weiß nicht, holen will, die ihren Mann da als Zombie liegen gelassen hat und bisschen crazy war. Genau da bekommen wir das erste Mal diese drei Fragen zu hören, und dann im Verlauf der ganzen dritten und vierten Staffel bekommen wir diese Fragen auch noch öfter zu hören. Ich bin mir nicht ganz sicher, wann es damit aufgehört oder wann es weniger wurde. Auf jeden Fall wurde es weniger. Im Verlauf der Serie ließen diese Fragen immer wieder nach. Ich meine, irgendwie in einer der letzten drei Staffeln oder so, drei, zwei Staffeln, kämen die Fragen auch nochmal? Ich bin mir aber gerade nicht ganz sicher. Nichtsdestotrotz fand ich diese Fragen unfassbar genial und unfassbar cool, weil wenn man ganz, ganz, ganz deep in diese Fragen eintaucht, versteht man überhaupt, warum diese Fragen in der Situation von The Walking Dead so unfassbar genial sind. Dafür deichseln wir die Fragen noch einfach mal auseinander und nehmen uns erstmal die erste Frage vor. Wie viele Beißer haben Sie getötet? Ist für mich eigentlich die simpelste Frage, worauf es auch einfach nur eine simple Antwort und Erklärung gibt. Die Person möchte zum einen natürlich wissen, ob du dir schon mal die Hände schmutzig gemacht hast, ob du Erfahrung hast mit den Beißern, ob du weißt, wie man sie tötet, wie viele oder ob du oft mit Beißern überhaupt zu tun hattest. Im Prinzip gibt es da keine richtige und falsche Aussage drauf. Selbst wenn du nicht so viele Beißer getötet hast, musst du ja nicht, sag ich mal. Das haben wir am besten Beispiel an dieser Frau gesehen. Sie sagt, nee, die meisten hat ihr Mann getötet, und ja, also die erste Frage ist relativ fix abgehakt. Bei der zweiten Frage, wie viele Menschen haben Sie getötet, ist es dann schon ein klein bisschen deeper, weil wenn man sich da mal die Antwortmöglichkeiten überlegt, man sagt keinen, ist ja die nächste Frage, wieso? und darauf die Antwort ist dann sehr wichtig. Warum hat man noch keinen Menschen getötet? Hatte man es einfach noch nicht nötig? War man noch nicht in der Situation? Kann man einfach keinen anderen Menschen töten? Will man keinen anderen Menschen töten? Oder ist es einfach bis jetzt noch nicht in diese Situation gekommen? Was natürlich darauf quasi zeigt, wie der Charakter von dem Menschen ist, wenn er noch keinen getötet hat. Warum noch nicht? Einfach nicht die Möglichkeit oder einfach möchte er es nicht, was ja auch viel über den menschlichen Charakter sagt. Gehen wir in die andere Richtung und nehmen an, man antwortet darauf mit ja, und wir nehmen jetzt mal einen. Dann wieder die Frage, wieso? und darauf gibt es natürlich jetzt auch verschiedene Antworten. Es ist ja schon mal erstmal kritischer, okay, er hat einen Menschen oder er, sie hat einen Menschen getötet. Wieso? Was hat ihn dazu getrieben? Natürlich kannst du jetzt sagen, einfach weil ich sonst gestorben wäre, weil ich sonst nicht hätte überlebt, weil sie mich angegriffen haben, weil sie mir was geklaut haben, weil sie mich einfach schief angeguckt haben. Denn das sind dann die wichtigen Antworten. Grundlegend in der Welt von The Walking Dead, klar, lebende Personen sind wichtig, aber lebende Menschen zu töten ist auch wichtig. Und ist auch gar nicht mal so verrufen ja in der ganzen Welt. Also es ist ja mehr komisch, wenn man noch keinen getötet hat, zumindest gegen Ende der Serie. Wenn man also diese Frage gut beantworten will, man hat eine Person getötet und es ist passiert, indem, was weiß ich, die jemand angegriffen hat und man wollte sich einfach nur verteidigen, ist es für den Fragensteller auch eigentlich nur positive Aussage, mehr oder weniger. Wenn man dann natürlich sagt, okay, die haben mich dumm angeguckt, ja, das ist halt. Vielleicht sollte man das nicht sagen. So, dann gehen wir jetzt auf die dritte Variante ein. Man wird gefragt, wie viele Menschen, und man sagt, weiß ich nicht mehr, viel zu viele. Im ersten Moment bist du natürlich erstmal abgestempelt als psychisch kranker Mensch, Mörder, was weiß ich. Woraufhin aber dann wieder die Frage gestellt wird, wieso? Und auch da wieder die Antwort sehr wichtig ist, denn es kann natürlich sein, wir haben es im Verlauf der Serie gesehen, Rick und auch die anderen mussten sehr viele Menschen töten, die vielleicht nicht 100% böse waren, aber auch nicht 100% gut. Und im schlimmsten Fall hätten diese Personen sie getötet. Wenn du aber jetzt so ein abgebrühter Motherfucker wie Negan bist, der diese Frage gestellt bekommt und dann sagt so, oh, keine Ahnung, 100? Ja, weiß ich nicht. Darauf die Antwort, ja, weil ich Bock hatte und mir irgendwie Respekt verschaffen sollte. Da ist dann der Twist, ne, an der Sache. Heißt, die zweite Frage, wie viele Menschen hast du getötet, ist auch zum Teil, also als einzelne Frage, einfach nur, um den Charakter oder den Fortschritt in diesem Leben quasi des Menschen zu beurteilen. Hat er viel Mensch töten müssen oder nicht? Und wenn wir dann ganz kurz auf die letzte Frage gucken, die wichtigste Frage in dieser ganzen Konstellation.
Wieso? Und da haben wir ja gerade schon länger drüber geredet, sag ich mal. Wieso ist einfach die Frage, weil es einfach daran erkennbar ist, was für einen Charakter der Mensch hat. Ist es ein guter Mensch? Ist es ein Mensch, der tötet, weil er töten will? Ist es ein Mensch, der tötet, weil er töten muss? Und auch wichtig, ist es, warum hat er noch keinen Menschen getötet? Ist es einfach jemand, der sich einfach vielleicht nicht die Hände schmutzig machen will? Der einfach noch nicht in dieser neuen Welt quasi angekommen ist? Und deswegen sind diese Fragen so verdammt gut. Also die erste Frage ist halt, ja, wichtig, aber die letzten beiden sind halt unfassbar wichtig, um einen Charakter einzuschätzen und gehen halt auch tiefer, als man denkt, weil im Prinzip egal, komplett egal, was du auf diese drei Fragen antwortest, der Fragesteller wird dich danach auf jeden Fall sehr gut kennen, weil er in dieser Welt drei sehr wichtige Punkte quasi direkt von dir rausgefunden hat. Ich bin ganz ehrlich, ich habe diese drei Fragen geliebt, jedes Mal, wenn sie gestellt wurden. Das erste Mal war das epischste Mal, aber auch trotzdem jedes Mal, wenn sie gestellt wurden, weil man auch sehr viele unterschiedliche Antworten bekommt. Der eine hat gesagt, ja, weiß nicht mehr, wie viel Beiser getötet hat, Menschen hat er ein paar getötet. Und dann halt, du merkst halt auch direkt schon, je nachdem, wie die Person das ja auch sagt, also wie die Person auf diese Fragen reagiert, merkst du ja auch schon sehr stark, hat die Person Gutes vor oder eher nicht. Ich finde es schade, dass die Fragen im Laufe der Serie etwas unwichtiger geworden sind. Dazu muss man aber auch sagen, es wurde irgendwann auch halt einfach nicht mehr so viel wichtiger. Sie hatten ihre Gruppen, es kamen seltener neue Leute hinzu, die diese Fragen gestellt bekommen mussten. Aber nichtsdestotrotz fände ich es einfach schön, wenn diese Fragen irgendwie nochmal irgendwo auftauchen könnten. Vielleicht im Daryl-Spin-Off so, weil er da halt auf wirklich komplett neue Menschen trifft, auch bei Rick und Michonne's Spin-Off würde ich es echt gerne sehen, weil die Fragen immer, ich fand es immer interessant, weil es halt auch ein bisschen was über den Charakter, der die gestellt bekommt, erzählt hat, ohne dass wir den kennen. So, also am Ende des Tages ist Rick der Einzige, dem sie quasi noch nie gestellt wurde. Und holy shit, ich glaube, seine Antwort darauf wäre auch sehr interessant. Ja, und das war's mehr oder weniger schon für dieses Video. Es wird ein sehr kurzes Video gewesen sein, aber da ich jetzt wieder angefangen habe, The Walking Dead nochmal von vorne durchzugucken und jetzt bei dieser Folge angekommen bin, wo diese gestellt wurden, habe ich mir direkt gedacht, ja, da muss ich ein Video drüber machen, weil ich diese Fragen in The Walking Dead so essentiell gut wichtig platziert finde, weil sie einfach passen. Und jetzt mal auch in Bezug auf alles andere, es sind Fragen, die unfassbar gut sind, vor allem halt auch dieses Wieso, weil in dem Moment, wo du erklärst, warum du was gemacht hast, hat der Gegenüber entweder Verständnis oder halt Unverständnis. Aber jetzt seid ihr gefragt, was haltet ihr von den drei Fragen? Fandet ihr sie auch so interessant und wichtig und deep? Oder war es für euch so, ja, cool, drei Fragen, wow. Schreibt es gerne in die Kommentare und lasst mir auch gerne eure Meinung da. Falls ihr wisst, wann die das letzte Mal wirklich effektiv aufgetaucht sind in der Serie, schreibt es auch gerne in meine Kommentare. Ich bin gerade nicht sicher. Ich meine, in irgendeiner letzten Staffeln sind sie nochmal aufgetaucht, aber halt noch nie wieder so effektiv wie in den Staffel 3 und 4. Ja, und das war's für dieses Video auf einen wunderschönen Sonntag, sage ich mal. Es ist immer noch die Weihnachtszeit. Es ist ja der erste Weihnachtsfeiertag. Und ja, ich hoffe, ihr habt alle Geschenke bekommen. Ich hoffe, ihr habt das Video von gestern und vorgestern gesehen. Wenn nicht, checkt sie gerne mal aus. Gestern in dem Video an Heiligabend habe ich meine Top 7 Weihnachtsfilme gelistet. Da bin ich auch heute noch dabei, die weiter zu gucken. Deswegen werde ich dieses Video jetzt auch noch schnell schneiden und hochladen, damit ihr noch was Schönes zu sehen habt. Und wenn ihr sonst noch interessante Themen habt, zu denen ich vielleicht auch mal meine Meinung geigen soll, ob es im The Walking Dead Universum ist oder auch in irgendwelchen anderen Serien oder Filmen, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich werde es mir gerne angucken und mich vielleicht darüber auch informieren und dann auch ein Video dazu machen. Heißt, wenn ihr eine Frage habt, wo euch meine Antwort interessiert, haut sie in die Kommentare. Ja, und dann würde ich sagen, sehen wir uns dann nächstes Wochenende wieder auf der, ja, wahrscheinlich nach wie vor gleichen Couch wieder. Und bis dahin bin ich raus. Ciao.